Oh, hallo. Was geht ab, Leute? Hier, ich mach mal Licht hier an. Und da drüben wäre auch ein Schalter gewesen. Wir starten das Video wieder am Vorabend, denn der Kollege kommt bald in der nächsten Stunde heim. Also unser Gastgeberkollege. Und ja, ich habe mir noch was zu essen gegönnt. Heute haben wir das, checkt das Video von gestern ab, das Hotel, den Komplex echt gar nicht verlassen. Ja, war Piano, war lecker, aber das war halt Pasta, das gibt mir nicht die Nährwerte, die ich brauche. Deswegen habe ich mir noch eine Kleinigkeit bestellt und ich habe euch ja schon mal erzählt. Das ist Deliveroo. Und manche Anbieter, die zeigen euch alle Werte. Das finde ich ziemlich geil. Wie viele Kalorien hat jetzt diese Mahlzeit? Wie viele Proteine? Mega. Das gönne ich mir jetzt und ich muss sagen, das ist. Ich habe schon ein bisschen gehabt. Bisher das Beste, was ich bestellt habe. Alter, was geht ab, Leute? Wer das Video gestern gesehen hat, der weiß, ich habe das Apartmentkomplex, das Hotel nicht verlassen. Und da habe ich auch herausgefunden, dass man direkt vom Hotel, von der Lobby in die Mall gehen kann. Davor bin ich oben lang gegangen, also außen, also aus dem Hotel raus, dann in die Mall rein. Naja, auf jeden Fall, der Kollege pennt noch. Ist so wie damals, wo du ein Kind warst und bei einem Kollegen übernachtet hast und früher aufgestanden bist als er und nicht wusstest, was du jetzt machen sollst. Ich war schon im Gym, in der Sauna war ich auch, duschen. So ein Menü. Also ein Mittagsmenü bestellt, Menü 1, weil da Banh Mi mit dabei war. Aber ich habe irgendwie voll verplant, dass auch irgendwie so ein Salat dabei ist. Der Salat taugt mir halt so gar nicht. Ich versuche nur die Fleischstücke raus zu stehlen. Das ist eigentlich auch voll viel, Mann. Es sieht gar nicht so viel aus, aber schau mal, wenn du so verteilst, weil das ist so in die Höhe. Weil ich will ja nur einen kleinen Snack, weil ich will mittags eigentlich zu Jamie Oliver gehen. Kuss geht raus an Uncle Roger, wer den kennt. Brot ist extrem knusprig, so wie es sich anfühlt. Schauen wir mal. Also okay. Also da ist was anderes. Das ist der in München ist. Der ist echt heftig, Mann. Wenn du den isst, du willst einfach noch eins essen. So geil ist der. Das ist okay. Kann man machen. Ist mir persönlich zu hart zu kochen. Hatte jetzt auch noch kein bisschen mehr Soße. Vielleicht gleich ist das wieder aus, aber. Erstmal Koffein. Platinum Tower. Wir machen hier kein Sightseeing. In der Gegend waren wir auch noch nie. Ein Kumpel von Lukas hat mir geschrieben, er so, ey, ich sehe, du bist in Dubai, wollen wir uns connecten, treffen? Der folgt mir schon eine Weile, weil durch Lukas halt, aber ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, wir haben noch nicht so viel interagiert. Toll, ich bin jetzt hier, übrigens unten Erdgeschoss, Fahrstuhl hat 20 Minuten oder so gedauert, der war richtig schlecht. Und so viele Leute. Ich weiß nur, der 15. Stock. Er hat mir nicht gesagt, wie seine Firma heißt oder sein Büro. Und hier sind jetzt mehrere und ich habe kein Internet. Und wir haben uns wieder verfahren. Also jede Taxifahrt hier bisher war, oder fast jede, gab es immer was. Aber darüber will ich nochmal reden. Also das letzte Mal, wo ich mit euch gesprochen habe, standen wir da und wussten nicht, in welches Büro. Aber genau zu dem Zeitpunkt kam der Kollege und hat mich hier reingeholt. Interessant. Crypto Boys natürlich, wenn sie Lukas kennen. Und Miracle Garden. Wir wurden wieder unterbrochen. Also was ich sagen wollte, ja, die haben Krypto, die sind in Krypto natürlich, waren korrekte Jungs. Also die wollten mir jetzt nichts aufschwatzen. Ich habe natürlich gefragt, was die so machen und so. Klang auch, warte mal, wir müssen erstmal über die Straße. Klang auch recht interessant, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und auch allgemein, man connected. Man lernt immer mehr Leute kennen, man lernt über deren Projekte kennen. Vielleicht ist da was dabei.
Seht ihr das? Zwei Tickets. Ich kann es nicht bis zum Ende abwarten zu sagen. Dieser Trip ist nicht gesegnet. Es läuft immer was schief. Ich weiß nicht, wieso der Typ auf 2 jetzt gekommen ist. Ich hab's nicht bemerkt. Ich hab's jetzt erst gecheckt. Und auch, wo ich zum Platinum Tower wollte, also da, wo der Kollege von Lukas war, der hat mich zuerst zu einem anderen Platinum Tower geführt. Wirklich, alles, was ich hier mache, geht schief. Das ist nicht mehr normal. Schau mal, wieso habe ich jetzt 2 Tickets? Einfach das doppelte Preis sozusagen gezahlt. So, Problem gelöst. Also ich bin zur Information gegangen, habe denen das erklärt. Und die waren so freundlich. Wir sind jetzt zum Ticket-Counter nochmal gegangen und ein Ticket habe ich jetzt erstattet bekommen. Und das wären immerhin 20 Euro gewesen. Also ich kann nicht einfach so 20 Euro verschenken. Aber... Alhamdulillah, Bruder. Alhamdulillah. Aber natürlich hat das jetzt Zeit und Action gekostet. Wie gesagt, also die Sachen, die hier auf diesem Trip schief laufen, sind Kleinigkeiten, nichts Großes. Ich wurde hier nicht ausgeraubt, abgezockt, kein Unfall gehabt, nichts Schlimmes. Aber das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man merkt, hey, da läuft es nicht reibungslos. Dieser Arc, dieser Trip steht nicht unter guten Sternen. Übrigens gibt es keinen Jamie Oliver. Den können wir uns aufheben fürs nächste Mal in Dubai. Das sieht klasse aus. Ja. Oh. Pedobär. Schöner Datespot wahrscheinlich, aber jetzt so an sich nichts. Das ist ein krasser Umhaut, wo man sagt, wow, muss man gesehen haben. Also da ein süßes Pärchenfoto machen, kommt krass. Ja, ist ganz nett. Schlümpfe. Ich erinnere mich an ein paar Schiffe. Es gibt so einen, der war immer aggressiv. Ich glaube, der war auf Testo. So rückblickend gewirkt, der wollte immer pumpen und der war richtig aggressiv. Das kommt bestimmt von irgendwelchen Steroiden, die er genommen hat. Hefty hieß der, glaube ich, auf Deutsch. Das ist er, Leute. Steroidenschlumpf. Ich habe ihn richtig gefunden, Leute. Nicht die billige Version. Ich wünsche mir die $0 to $50. Das ist ein Insider-Joke. Das Fazit, es ist ein sehr schöner Park. Aber da muss man auf jeden Fall als Pärchen nennen. Das ist Pärchen-Spot auf jeden Fall, aber sehr schön. Da kann man sehr schöne Fotos machen. Sehr zu empfehlen. Ich schwöre, Leute. Das sind einfach Zack und Cody, Mann. Kennst du die Serie? Die leben einfach den Zack und Cody Hotel Lifestyle. Also wir können nicht Zack und Cody. Dubai Mall Time. Drauf, Leute. So, es wird gehypt. Hallo. Yes, okay. Versteht ihr die? Schreibt in die Kommentare, ob ihr die versteht. Okay. Das ist nicht der Zierschwab, oder? Nein. Okay, das habe ich gerade verstanden. Ja. Also Eisel, best of three. Schere, Schere, Papier. Ja! Boah, aber die riecht gut. Ich riech speziell, die riecht echt sehr gut. Ja! Süß!
Nee. So wichtig. Thanks, my friend. Ah, so und riecht echt sehr gut. Nice, thank you so much. Hab ich das schon gezeigt? Ja. Wow, smooth. Das ist die beste Shisha in Dubai. Ohne Scheiß, beste Shisha in Dubai. Okay. Oh, very good. Yeah, I just said that this is the best Shisha in Dubai. Der Atem ist kühl. Thank you, brother. Oh, thanks. So mit Licht, Leute. Kleine Vorspeise. Bisschen Show. Wir haben gerade gehört, allein bei Starbucks oder KFC zu Neujahr, damit du halt die Aussicht hast, musst du mehrere Tausend bezahlen für einen kleinen Kaffee und so. Damit du halt da sitzen kannst und die Aussicht genießen kannst. Das ist echt krank. Ja. Ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen soll. Du hast ja bereits bezahlt, wie sie weiß. Aber ich studiere schon an nach März. Das ist eine Pizza, wo die einfach Gnocchi drauf tun, Leute. Unfassbar geil. Das ist Lind und Pizza. Is this the best seller? No, I can't imagine. Bestseller sein. I cannot imagine that. Ich hab den hier. Aber ich muss sagen, das, was ich hatte, war echt geil. Vielleicht bestell ich noch eins davon. Show ist am Start. Darf ich mal die GoPro halten, während... Ich habe aber nichts mehr zu sagen, ich wollte ausmachen. Ah, scheiße. Du hast nichts mehr, du hast immer was zu sagen. Du hast immer was zu sagen. Okay, ich will ein bisschen einfach nur kurz zeigen, ein bisschen Werbung machen für Dubai. Und Hong kommt ja bald nach, zieht bald nach Dubai. Es tut mir leid, sehr unwahrscheinlich. Liebe deutsche Freunde. So, nochmal. 91 Euro. Schweizer Franken. Boah. Oder Euro für den Döner. Der Reiche. Und der war jeden Rappen, jeden Cent wert. Okay, krass. Ja. Und würdest du es wieder tun? Ich würde es wieder tun. Was? Nicht jede Woche. Ja, yeah, klar. Aber gerade nicht. Sobald der Bull Run wieder über 2 Dollar ist, instant. Oha. Einfach, das ist eine Er schaut einfach ins Jahr 2029 voraus. Ja, okay. Okay, wenn Defi 2 Dollar erreicht, dann gibt's eine Schweiz-Tour. Okay. Schweiz-Arc. Okay, Statement, ne? Ah, ja. Martin Larsen. Hey, geil. Out the bus. Und Taxischlange, Leute. Auf nach Hause, aber das kann noch eine Weile dauern hier. Gib mal hier rein. Damit wir niemanden wecken. Ja, jetzt geht's gleich frühstücken und dann zum Flughafen und dann sind wir zurück in München. Dann mach ich mir erstmal eine Shisha an. Und hab hoffentlich keine bösen Briefe zu Hause. Fazit kommt noch. Ich habe komischerweise sehr viel zu sagen. Also ich hatte noch nie über einen Trip so viel zu sagen. Höhen und Tiefen, UFC natürlich unvergesslich. Die Jungs natürlich immer sehr herzlich, haben mich willkommen geheißen. Und sehr gastfreundlich und werde ich niemals vergessen, dass ich hier übernachten konnte. Ja, ansonsten, ja. Dubai halt.
wie gesagt, Fazit kommt noch. Das war's von mir, Leute. Jetzt erstmal 3 Wochen zu Hause chillen, ein paar Sachen machen, viele Leute treffen, oder ich versuch's. Und dann Vietnam und Thailand mit Lukas. Ihr wisst bestimmt, immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir auf Instagram, ein bisschen Bitcoin, Ethereum, Crow, Crypto, Cash, vergeht nicht, ihr seht das Business und ciao.